Hallo zu einem neuen Pickup-Videos mit Computerspiel, mit Games. Es gibt so viel Neues in der Sammlung. Was seht ihr gleich? Ohne viel Tramtram, ohne viel Gelaber. Ich fange gleich an mit richtigen Highlights, aber auch mit Special Editions. Und zwar fange ich an mit dem, was mein Bruder gerade zuletzt bekommen hat aus dem Nintendo Store. Und zwar Fire Emblem Engage in dieser tollen Collector's Edition. Ich blende euch dazu ein paar Bilder ein, denn wir haben die auseinandergenommen. Sie kam als erstes, der Nintendo Store hat so einen richtig geilen Karton. Also von außen wie ein normaler Karton und dann machst du auf und dann begrüßt dich Mario. Also ist das nicht geil? Also ich meine, ihr seht das Foto. Das ist doch schon geil. Den Karton kann man fast auch schon behalten. Beim Nintendo Store, wie gesagt, hat mein Bruder das komplett bestellt. Wir haben es ausgepackt. Das ist ein richtig cooles Special Edition. Abgesehen vom Artbook, das haben wir noch verschweißt gelassen, ist da wirklich ein sehr schönes Poster dabei, ein Steelbook. Es sind solche illustrierte Karten dabei, die sehen auch richtig hübsch aus von zahlreichen Charakteren. Mein Bruder sagte, der sich so ein bisschen befasst hat, das ist wohl nicht nur aus diesem Spiel, sondern aus mehreren. Auch egal, aber es sind richtig schöne Karten und als Bonus, also es war ja so, dass wenn mein Bruder es im Nintendo Store bestellt hat, gab es noch so einen Pin extra und ein, was ist ein Poster, irgendeine so eine Art anderes Poster, war noch exklusiv dabei, wenn man es bestellt hat. So, wie gesagt, das ist da, mein Bruder möchte es, ja, hat es in der Sammlung jetzt und hier ist das Spiel, es ist rausgenommen, denn er will es spielen. Es ist für die Switch und ja, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. So, das nächste, was er sich gekauft hat, das ist auch für die Switch. Das ist eine Limited Collector's Edition und zwar Miracle Snack Shop von PlayAsia. Auch das haben wir ausgepackt. Da zeige ich euch jetzt auch ein paar schöne Bilder mit dem, was in Specials dabei ist. Wie unter anderem der Soundtrack, ein Acrylständer der beiden Hauptfiguren oder zwei Hauptfiguren, Sticker sind dabei, Artkarten und es ist einfach nur klasse. Das ist auch eins, das erste Spiel übrigens, was PlayAsia selbstständig oder in eigener Produktion herausgebracht hat. Also die sich als Publisher sozusagen erweist haben. Ja, was das für ein Spiel ist, kann ich euch gar nicht sagen. Mein Bruder mochte es irgendwie vom Artwork und wahrscheinlich ist es so ein bisschen ja, RPG. Ich vermute es mal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, dann ein Spiel, was auch für die Switch ist, auch eine Special Edition und zwar Eve Ghost Enemies, kam auch von PlayAsia, ist ein ja, eine Visual Action Novelle, kann man so sagen, vielleicht. Auch richtig schönes Artwork. Ist übrigens eine Fortsetzung von Eve Bust. Ich glaube Eve Bust. Na, irgendwas mit Eve Bust. Es ist ein alter Klassiker fast schon, der bei uns sogar als Hentai-Spiel rausgekommen ist, weil so ein paar freizügige Bilder waren. Aber man muss dazu sagen, in den 90ern war, also 2000er, wo es vielleicht rausgekommen war, ich müsste jetzt wirklich gucken, war fast jedes Hentai-Spiel, wo man ein bisschen eine freie Oberweite zu sehen war, schon ein Hentai-Spiel. Ist es nicht, das ist wirklich so ein Action-Adventure, so ein Verschwörung, Krimi und so weiter, ein bisschen mit Romantik und Love und so weiter. Aber es ist jetzt kein Pornospiel oder sonst was gewesen. Nein, das war es nicht. Das war, wie gesagt, ein bisschen freizügig. Aber das sind so typisch die, auch die Asiaten manchmal, die das so gerne eben halt haben. Ja, also das Spiel hat mein Bruder gekauft. Das ist auch jetzt hier eine Special Edition. Auch richtig schön. Wir haben das auch auseinandergenommen und ich habe auch die Fotos, blende ich euch dazu ein. Ja. Ansonsten, was gab es noch an Neuheiten? Ich habe hier jetzt eine Special Edition, die ich mir gekauft habe. Ja, ich habe ja auch mal eine große Special Edition und was Neues gekauft. Ich hebe es hoch. Und zwar von Siberia, vom Adventure The World Before. Die Collector's Edition für die PlayStation 5. Da ist eine Statue dabei. Was war da noch dabei? Ich lese es einfach vor. Ein Steelbook ist dabei, eine Lithografie, ein Postkarten, eine Karte,
Hier ist auch irgendwie so eine Musikbox dabei und ein Artbook und ja, wie gesagt, digitaler Soundtrack. Ich habe das noch nicht ausgepackt, wie ihr seht, ist komplett noch verschweißt. So steht es momentan noch im Regal. Ich habe noch gar nicht die Zeit dazu gehabt. Ja, absolut geiles Teil, ne? Das kann man nicht anders sagen. Gefällt mir gut. Warum habe ich kurz angehalten oder im Dialog gestoppt? Das Licht hat sich plötzlich so verschlechtert, dass ich kurz was korrigieren musste. Und jetzt habe ich noch einen zusätzlichen Scheinwerfer aufgebaut, damit wir doch nochmal alles ein bisschen besser sehen. So, ohne den Tisch leer zu räumen, werde ich wahrscheinlich sowieso später nicht das gesamte Bild machen können. Aber das soll es nicht sein. Was gab es denn noch sonst an Games? Es gab reichlich, ich fange aber an mit den neueren Games noch. Ganz aktuell, und dann seht ihr auch, wie aktuell dieses Video ist, ist das Forspoken, das sich mein Bruder gekauft hat als Vorbesteller. Das kam dann mit diesem schönen Steelbook. Ja, ich kann dazu nichts sagen, es ist halt ein Spiel von Square Enix. Ja, es ist ein Fantasy-Spiel, hat aber auch schon irgendwie sehr stark ein bisschen, nicht, soll ich sagen, negative Kritik gekriegt. Es gab so ein bisschen wohl, dass es nicht so begeistert hat, wie man es sich gerne vorgestellt hat. Ja, so, kriege ich da mal so hin. Und ein weiteres Spiel, und das spiele ich gerade mit meinem Bruder, das macht richtig viel Laune, ist vielleicht kein längeres Spiel, denn es handelt sich um Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Auch richtig cooles Game. Hier seht ihr, es gab ein Steelbook dabei, hier hinten schön mit Sekt drauf, richtig cool. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir gedacht, zeige ich euch ganz kurz meine Originalversion vorher. Und zwar habe ich die Collector's Edition Don't Crisis Core. Es ist nämlich ein PSP-Spiel gewesen, was sie jetzt für die PlayStation 5 und 4 remastert haben im Rahmen des Remakes. Das Spiel ist eigentlich identisch, es ist grafisch aufgebohrt, die Animationen sind ein bisschen verbessert, beziehungsweise auch die Charakter sind ein bisschen verbessert. Nicht so gut wie jetzt im Final Fantasy Remake, aber schon sehr, sehr nah dran. Und die Hintergründe und die ganze Location sind sehr geil gemacht und es ist eben, wie gesagt, ein PSP-Spiel hier. Das ist die Special Edition, die ist auch richtig ein schönes Sammelstück, auch richtig teuer geworden mittlerweile. Hat das Spiel und ein Artbook drin, also das ist auch ein richtiges Highlight. Ich lasse es hier mal mit liegen. Ja, ansonsten, was kann ich dazu sagen? Das Spiel ist merklich selbstverständlich für die PSP geblieben. Das ist also der gleiche Inhalt. Das ist optisch angepasst, eben halt auf den großen Bildschirm. Dadurch sind die Anzeigen etwas kleiner, aber das Spielprinzip ist komplett identisch. Es ist eine Zwischengeschichte, so ein bisschen zwischen Final Fantasy oder Vorgeschichte, kann man fast so sagen, doch zu Final Fantasy VII. Denn es erzählt die Geschichte von Zack. Zack ist ja sozusagen, man kann so sagen, die erste Liebe von Aerith gewesen. Und einer der besten Freunde von Cloud, der ja dann ja nicht mehr dabei war in Final Fantasy VII, wenn wir Cloud kennenlernen dort und er Aerith kennenlernt. Die beiden wissen eigentlich, oder in dem Sinne, Cloud weiß eigentlich gar nicht von Aerith, das wird auch gar nicht, die treffen hier auch gar nicht aufeinander. Es wird so die Geschichte erzählt, eben halt auch von Sephiroth und so weiter, wie er sozusagen dahinter gekommen ist, warum er sozusagen auch böse geworden ist in Final Fantasy VII. Also die ganze Geschichte wird dort erzählt, ist richtig gut, hat auch einen Auftritt, weil sie sind in Clouds Heimatdorf. Ja, also diese Geschichte, die wurde im Final Fantasy VII auch nochmal erzählt. Hier ist es ja schon sowieso 3D-mäßig gewesen im PSP-Spiel. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen verändert. Ja, mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen. Weil ich sag nur, so viel spielt es, es macht richtig Spaß. Es ist schwer, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, es ist kurz gehalten, weil es eben ein PSP-Spiel ist. Es gibt eine Hauptgeschichte, sind immer in vielen kleinen Kapiteln unterteilt und in größeren Geschichtskapiteln. Also so kann man immer kleine Abschnitte spielen und das gibt sehr viele Save Points, sodass man natürlich jederzeit schnell stoppen kann, was eben halt durch den Handheld, wo man unterwegs ist, auch sein soll. Und dann gibt es eine Menge Missionen zu erfüllen, die so eben halt ja dafür sorgen, dass man dann genügend Materia kriegt, Punkte auflevelt. Das Level-System läuft über so eine Slot-Maschine.
Und auch wie ich meine Materie auflevel und so weiter, ist recht interessant. Und ja, ansonsten in den Missionen wird nicht wirklich viel Geschichte erzählt, so ganz klein wenig, insbesondere von der Wutai-Gegend sozusagen, von den Rebellen. Ja, das ist erstmal der erste Schwung. Ich mache den Tisch leer und dann sehen wir weiter. So, mit leerem Tisch geht es wieder weiter und diesmal sind wir an dem Punkt Retro-Games, kann man so sagen, angekommen. Ich fange, bevor ich mit Highlights anfange, sind richtig viele Highlights. Ich hatte Kleinanzeigen geguckt nach Adventures und da hatte sich eins dann rauskristallisiert. Ich habe insgesamt 15 Euro bezahlt. Ja, so 12, 16 Euro mit Versand. Da war ein Amiga-Spiel, was ich gefunden habe, oder beziehungsweise es ergab sich so, es war durch Zufall eigentlich eine Sache. Ich habe es auch als PC-Spiel, aber jetzt wollte ich es auch nochmal als Amiga haben. Es ist jetzt die eine Best-of-Version, kann man sagen, von diesem Adventure für den Amiga, aber der Preis war super und es wird teilweise richtig teuer auch gehandelt, also deswegen war ich sehr erstaunt. Und es handelt sich um das Spiel Quest of Glory 1, So I Wanna Be a Hero. Oder So You Want to Be a Hero. Das ist ein, wie kann man sagen, ein Rollenspiel-Adventure, denn es kommt von Sierra. Sierra macht ja gerne Adventure, aber es ist eben halt schon die eigene Remake-Version. Hier könnt ihr sehen, noch mal ein paar Bilder. Die haben das schon damals unter dem Titel Hero Quest rausgebracht, was aus Lizenzgründen dann geändert wurde in Quest for Glory. Und irgendwann haben die eine kurze Remaster-Welle gemacht. Das heißt, sie haben einige ihrer Titel, King's Quest 1, Quest for Glory 1, Larry 1, habe ich jetzt eins vergessen? Ich glaube Police Quest 1 auf jeden Fall auch nochmal überarbeitet mit verbesserter Grafik und dann nochmal rausgebracht. Ich glaube Space Quest 1 kann auch gewesen sein, das ist noch Space Quest. Ich habe noch nicht alle davon, aber ich habe einige wie Larry und jetzt Quest for Glory und ihr seht auch noch gleich ein anderes von aus der gleichen Reihe. Und wie gesagt, diese Kicks-Reihe ist XL-Reihe ist eine Wiederauflage sozusagen, wie bei PlayStation 2 Platinum-Reihe. Und hier ist auch nicht wirklich viel drin. Hier sind die Disketten in so einer schönen Tüte gepackt. Das sind fünf Disketten. Und dann haben wir nichts weiter als die Anleitung. Ganz simpel, da ist jetzt nichts wirklich. Das ist jetzt ein. Simpel hier noch über das 3D-Adventure, also Grundeingaben und das technische Handbuch ist in Englisch gehalten, auch wenn Handbuch hier in Deutsch ist, also das Spiel ist in Englisch, so meinte ich das, aber Handbuch ist in Deutsch, steht auch da, könnt ihr lesen. So, packen wir da hin, bevor wir das nächste daneben stellen aus der Sierra-Reihe. Gab es einen weiteren Kleinanzeigen-Deal, das war für 33 Euro. Zwei Spiele. Im Endeffekt war erstmal ein Spiel interessant. Das habe ich auf 10 runtergehandelt. Und ein zweites Spiel habe ich dazu genommen. Das habe ich nochmal für 20 Euro dazu bekommen. Wegen dem besseren Versand habe ich noch 3 Euro drauf bezahlt. Deswegen gab es 33 Euro zusammen für beides. Als allererstes ein PlayStation 2 Spiel, das mir noch fehlte. Damit habe ich auch die Konsolenversion von dieser Serie komplett. Und ich habe vorhin schon ein Spiel aus der Reihe gesehen, das ich als riesige Special Edition hatte. Und jetzt handelt es sich um Siberia 1, die PlayStation 2 Version. Das Spiel ist auch in richtig tollen Zustand. Auch Handbuch, CD ist wie neu. Auch sehr, sehr schöner Zustand. Das ist der erste Teil. Dieser erste Teil ist vorläufig hauptsächlich auf PC erschienen. Und mittlerweile auch schon mehrfach wieder aufgelegt, unter anderem auch für die Switch. Da habe ich die Version jetzt noch nicht. Ich habe sie, glaube ich, digital, aber ich habe sie jetzt nicht als physisch. Irgendwann mal war nicht so wichtig, nicht ganz so wichtig, weil die sind für mich am wichtigsten. Switch ist nicht meine Hauptkonsole. Deswegen spielt es bei mir jetzt nicht ganz so eine Rolle, aber den Klassiker wollte ich gerne haben noch. Ich habe auch die Xbox-Version davon, die noch ein Tick besser in der Grafik ist oder in der Umsetzung dieser Grafik. Aber das hier war so schön Zustand und mir fehlte es noch. Und meistens habe ich immer nur Teil 2 gefunden, den habe ich mehrfach auf dem Flohmarkt gefunden und habe ich auch in der Sammlung. Ja, jetzt habe ich dort die Sammlung zusammen. Jetzt würde mir jetzt, abgesehen von der Switch-Version, wenn ich jetzt alle Versionen, die ich da so mal haben möchte, fehlen mir, glaube ich, nur
die ersten beiden Teile als PC Big Box. Ich gebe eine PC Big Box. Ich hatte sogar mal eine von Teil 1. Ich habe die mal eingetauscht gegen etwas. Ja, es ärgert mich ein bisschen, aber was soll's. Ich hatte auch mal das Presseheft dazu, so damals zum Verleih. Ja, habe ich auch nicht mehr. Ärgert mich heutzutage. Aber gut, so schlimm ist es nicht. Es gibt Schlimmeres. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Und dazu kam für eben halt in dem Sinne, ja, nehmen wir die 3 Euro, habe ich 11,50 Euro da bezahlt und für das zweite Spiel 21,50. Und zwar handelt es sich dabei um ein Game Boy Advance Spiel in seiner OVB, und zwar Game & Watch Gallery 6-in-1, oder das Game & Watch Gallery Advance mit den ganzen, ja, Spielen eben halt drauf in einer klassischen Version, wie sie in dem LCD-Spiel war, und dann ein bisschen modernisierte Version. Das Ding war in einem Top-Zustand, also kann man echt nichts sagen. Die Hülle ist wow, ist jetzt in eine Schutzhülle gepackt worden, also wie neu, Handbuch, Modul, es funktioniert auch wunderbar und die Hülle absolut top. Und das für den Preis, ja, geht immer, ne? Und mit dem ganzen Mario-Spielen drauf sozusagen, kann man auch sagen, das geht immer. Ja, wie gesagt, das war für ja, 33 Euro zusammen. Ja, hat sich wirklich gelohnt. Gut, bevor ich habe noch zwei schöne Deals hier, das ist echt klasse. Und zwar habe ich einen wunderbaren Deal, ja, einen zukünftigen Deal, nenne ich mal so, gemacht mit dem lieben Dave aus meiner WhatsApp-Gruppe. Ich grüße dich, Dave. Freue mich. Ich hoffe, du hast Spaß an diesem Video. Er hat ein bisschen seine Sammlung ausgedüngt und da hat er mir zwei Spiele überlassen. Das eine haben wir ihm abgekauft. Dadurch, dass es jetzt so ein Freundschaftsdeal-Sache war, will ich das jetzt gar nicht so... doch, das kann man sagen. Und zwar hat er mir das hier für 20 Euro überlassen, und zwar Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon in der UK oder in der PEGI-Version, in der englischen Version. Also fehlte uns noch in der Sammlung, ist auch ein richtig schönes Cover. Und ja, ne? Ich weiß, es gibt, glaube ich, auch, kann auch eine deutsche Fassung dafür geben, aber wie gesagt, es fehlte uns und er hat echt fairen Kurs gehabt und deswegen, ja, haben wir uns sehr gefreut darüber. Ja, und dann gab es noch ein zweites Spiel und ich hatte es schon angeteasert, es geht um ein Adventure von Sierra, und zwar auch eine Kicks-Version von King's Quest 1, das ist auch Quest for the Crown heißt das, das ist das Remake dieses Klassikers, und ihr könnt hier sehen auf der Rückseite ein Bild, das oberste Bild ist das Original und weiter unten seht ihr dann Bilder vom Remake, das ist halt eine überarbeitete Grafik. Das Spiel hatte ich in dieser Fassung noch gar nicht. Ich suche es noch. Also ich suche es theoretisch auch noch in der Erstauflage. Aber so freut mich das auch in der Sammlung zu haben. Der liebe Dave wusste gar nicht, was er dafür verlangen wollte. Hat es mir überlassen für einen zukünftigen Tauschdeal. Das heißt, ich bin jetzt in diesem Jahr, sage ich mal so, auf der Suche nach etwas, was den Wert oder unseren Tauschwert sozusagen entspricht. Und ja, mal sehen, ob ich etwas in Bezug auf Indiana Jones oder Batman, so zwei seiner Hauptaugenmerk oder auch Lieblinge, finde, was ich damit aufwiegeln kann. Das ist ganz schwer. Ansonsten, das kommt ähnlich wie dieses Spiel. Es hat ein Handbuch. Ganz normal, leider auch nichts Besonderes. Die Originale damals, die haben richtig schöne Sachen, und es sind Disketten. In diesem Fall fehlt eine Diskette, es ist Diskette 3 würde fehlt, aber es sollte kein Problem sein. Diese lassen sich bei Kleinanzeigen immer mal wieder finden. Ich habe sie auch schon mal, ich glaube von dem habe ich schon Disketten mal lose gesehen. Also in dem Sinne lohnt es sich immer mal zu schauen, und das werde ich auch weiterhin machen. Und so werde ich bestimmt fündig, die fehlende Diskette zu finden, aber überhaupt diese Box und so in der Sammlung zu haben, das ist das Besondere, und da freue ich mich und danke dir, lieber Dave. Ja. Das ist der Deal gewesen. So, und jetzt komme ich zu zwei Deals und ich überlege gerade, am liebsten welchen nehme ich als erstes. Ich nehme mal den, der am schnellsten geht, und den Deal, was heißt Deal? Ja, es ist ein Deal. Ich habe das einem Freund von uns abgekauft, der hat seine Sammlung aufgelöst, oder löst seine Sammlung im Spielbereich auf und möchte das auch in guten Händen geben. Es gibt bestimmt noch ein zukünftiges Video, da werde ich euch auch noch weitere Spiele zeigen, die er aus seiner Sammlung
gedüngt hat sozusagen, die mein Bruder sich besorgt hat, im Bereich Dreamcast, aber ist es jetzt nicht Dreamcast und ich nenne auch nicht den Preis, weil der war absolut mega fair und echt für die Sammlung. Und zwar ging es um, muss ich genau zählen, sechs Gamecube-Spiele. Und zwar, also persönlich, mein Bruder hat sie in seiner Sammlung, aber ich wollte sie gerne in meiner Sammlung haben, denn ich bin Fan der Reihe und es geht auch nur um eine Spielereihe, die ihr jetzt hier gleich seht, aber und die Gamecube-Spiele, ja, absolut top. Also ich bin völlig begeistert, ich habe sie in Schutzhüllen gepackt, weil ich das schätze und es dreht sich um Resident Evil 1, das Remake für den Gamecube. Es handelt sich um Resident Evil 0 für den Gamecube. Es handelt sich um Resident Evil 4 für den Gamecube. Die PE-Version aus Österreich mit deutschem Text. Es handelt sich um Code Veronica von Resident Evil X. Ja genau, Code Veronica X, die Gamecube-Version, auch die PE-Version aus Österreich. Dann geht's weiter mit Resident Evil 2. Die PE-Version, aber die englische, die ist ja nicht in Europa erschienen, Deutschland erschienen. Und Resident Evil 3, Nemesis, auch die PE-Version aus England. Ja, absoluter Dankeskurs, also wirklich danke. Das war mega fair und ja, das ist Wahnsinn, ne? Das, was er mir da als Bonus gegeben hat oder was er mir da für meine Sammlung gegeben hat. Also ich bin sehr, sehr glücklich und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer danke. Das hat meine persönliche Sammlung echt bereichert. So, und ich merke, ich räume kurz den Tisch leer und dann kommt der letzte Deal. Und der ist auch wow. Als letztes komme ich zu einem Kleinanzeigendeal wieder. Wir haben, oder mein Bruder, ich habe eine Anzeige gesehen, wo einer, ja, ich fing damit an, dass ich ein Spiel entdeckt habe, für ein PlayStation 1 Spiel. Aber in der japanischen Fassung, was wirklich günstig war und was ich gerne haben wollte. Und ja, dann habe ich gesehen, der hat noch eine ganze Menge weitere japanische Spiele gehabt, die er auflöst und auch zu guten, auf fairen Preisen, kann man so sagen. Und ja, dann habe ich ein bisschen aufgenommen, habe ich diese Liste und es gab ein Hin und Her. Es gab auch Nervkram, weil irgendwie konnte der die Liste nicht richtig lesen oder wir haben uns aneinander vorbeigeschrieben, auf jeden Fall. Hat das ewig lange gedauert, so dass ich schon fast abbrechen wollte, weil er plötzlich zwei Spiele nicht gefunden hat. Also nicht in der Liste. Also jedes Mal, wenn ich geschrieben habe, hallo, die zwei Spiele würde ich auch gerne unternehmen, kam nur, ja, in der ersten Liste, die du uns geschickt hast, waren die nicht drin. Anstatt zu sagen, okay, die zwei, die du jetzt nochmal erzählst, die packe ich dazu. Nein, das war egal. Es war nervig und es ist jetzt ein ganzer Haufen Spiele. Wir haben 230 Euro dafür bezahlt. Ja, es klingt viel. Durchschnittlich aber kann man so sagen, 19 Euro das Stück, inklusive Versand. Also es war versicherter Versand, war alles super. Und das sind wirklich Spiele in Top-Zustand. Also da ist nichts, bis auf ein Spiel, wo ein bisschen was ist, aber minimal ist sonst alles top. Und ja, sind wie gesagt japanische Spiele, PlayStation 1 Spiele, auch richtig cool. Und die für die Sammlung und zu haben, auf jeden Fall. Kann man sie heute spielen? Jein. Also in dem Sinne ist es natürlich schwer, man kann sie spielen auf einer gechippten Konsole logischerweise, haben meistens aber japanische Sprache, also nicht unbedingt englische Sprachausgabe, aber manches einfach in der Sammlung zu haben, darum geht es auch. Und gerade eine Reihe, die ich euch auch zeige, die sammelt mein Bruder, da hat er fast alles. Ich glaube, ein PlayStation 3 Spiel fehlt ihm jetzt nur noch. Hätte er fast gehabt gerade, aber das ging dann viel zu schnell weg bei meinen Kollegen. Na gut, nehmen wir das erste Spiel, was wir in dieser Reihe haben, was wir haben wollten, und zwar handelt es sich um Power Dolls 2. Das ist ein Mech-Spiel. Zeige ich euch richtig cooles Artwork. Ja, auch richtig cool. Jedenfalls, ich habe ein, zwei Bilder gesehen. Weiter kann ich auch noch nicht so viel dazu sagen. Wenn ihr übrigens möchtet, dass ich von diesen Spielen irgendwas einzeln mal vorstelle, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich werde jetzt kein Gameplay einblenden von dem, was ich jetzt hier habe. Aber wenn ihr sagt, Mensch, das würde mich mal interessieren, zeig uns mal ein bisschen was davon. Dann mache ich ein kleines Mini-Video und wir schnacken drüber.
Also im Endeffekt ähnlich wie die Collection Treasures, die ich hier zum Beispiel habe. Ich verlinke jetzt hier einfach mal ein Collection Treasure von einem Game. Nehmen wir mal eins meiner Lieblings, das lassen wir hier eins. Ja, da. Ja, sowas in der Art könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch von so einem Spiel mitzumachen. Also, lass es mich wissen und dann sehen wir weiter. Also, wie gesagt, Power Dolls 2 war das erste, was wir gefunden haben. Und dann, jetzt muss ich aber auch gucken, Exodus Guilty ist das nächste von Ebel. Auch ein Rollenspiel, ein bisschen im Anime-Style und so weiter. Richtig cool. Ja, ja, Exodus Guilty steht auch hier Englisch drauf. richtig cool. Wie gesagt, die Japaner haben auch teilweise die normalen Höhlen gehabt. Richtig gut. Oder diese speziellen PlayStation 1 Höhlen, obwohl sie auch CD-Höhlen hatten, also so wie Amerikaner im Endeffekt. Wir haben ja auch diese speziellen Höhlen gehabt. Ja, wie gesagt, das ist auch kein schönes Spiel. Ein, zwei gibt es vielleicht auch in Deutsch inzwischen oder in Remastered oder im englischen Bereich. Aber eben halt die japanische Fassung ist halt auch immer noch mal so ein schönes Stückchen für die Sammlung. Kann man ja so nicht anders sagen. Dann haben wir auch einen Klassiker von Atlus, Growlancer. Das ist ein RPG im Manga-Style. Ehrlich gesagt weiß ich, egal. Growlancer steht da drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, warum hier jetzt gar nichts abgebildet ist oder ob die Lasche abgerissen ist. Ach nee, jetzt weiß ich. Das liegt daran, dass, weil das, ich zeig's euch, eine Doppel-CD hat. Und dadurch haben sie das weggelassen wegen der Hülle. Das Handbuch. Wie gesagt, richtig schönes, schöner Zustand, Growlancer. Und das ist eben halt auch eine etwas andere Hülle. Die haben ähnliche Höhlen, immer gleich dick, aber irgendwie doch anders. Na gut. Was ist das nächste? Bastard. Ein Actionspiel, kann man sagen, ein bisschen Action-RPG zu dem Anime. Das ist ja eine Anime-Manga-Serie, Bastard. Ja, und deswegen haben wir gesagt, das müsste in die Sammlung. Gibt ja auch auf, die alte Serie gibt es auf Netflix, glaube ich, war das. Genau, Netflix und inzwischen auch eine neue Version. Ein bisschen überarbeitete Wiedererzählung des Ganzen. Auch lohnt sich, macht Spaß, ist in Deutsch. Kann ich euch auch nur empfehlen. Weiter geht's. Blade of the Darkness, auch ein richtig cooles Cover. Ist ebenfalls wahrscheinlich ein RPG, ja genau, ist ein RPG. Mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, wenn ihr was Näheres vorgestellt haben wollt von den einzelnen Spielen, schreibt es in die Kommentare und dann setze ich mich mal dran, so ein bisschen mehr dazu zu machen. Ja, und als nächstes dann kommt von der Firma Elf Dragon Knight 4, auch ein richtig schönes Anime-Cover, richtig cool, ist auch ein RPG. Und die sind alle vollständig und die CDs alle in Top-Zustand. Wahnsinn. Ja. Und jetzt fällt ein Spiel aus der Reihe. Es ist aber ein Spiel der Reihe, was mein Bruder gern haben wollte. Und zwar ist es ein Nintendo DS-Spiel. Und zwar auch zur Atelier-Reihe. Und zwar diese Atelier. Es ist so eine Anime- oder Manga-Style Rollenspielreihe. Die gibt es auch in bis PlayStation 4, 5. Gibt es da Spiele mittlerweile remastered und was und begann schon auf dem Game Boy und PlayStation 1, wie ihr seht. Und ich müsste jetzt gucken, welches das ist, aber weil die heißen so Anime Ellie, Anime Marie, Atelier Marie, Atelier Meruru und was nicht alles. Es geht so ein bisschen um Alchemie, so ein bisschen Fantasy und knuddelig, aber auch sehr interessant und lustig. Also das ist jetzt das DS-Spiel, ihr seht. Schwarze Hülle, ein bisschen anders aufgebaut als bei uns. Handbuch alles da drin. Also, und das war es. Das ist der einzige Ausreißer aus der Reihe. Und jetzt seht ihr, es geht auch weiter, denn jetzt für PlayStation 1. Und hier seht ihr auch im halt ein englischer Text: Atelier Marie. Ne, steht hier auch drauf: Atelier Marie. Ja, sehr, sehr schön. Auch ein richtig schönes Spiel. PlayStation ist ein Rollenspiel. Richtig gut. Und die Japaner haben es teilweise so, ich zeige euch das. Und das gleiche Spiel hat mein Bruder jetzt nochmal. Und das ist auch das einzige Spiel, was leider ein Manko hat. Aber auch nur auf dem Cover, denn es ist leider sonnenausgeblichen. Ansonsten im Top-Zustand. Und zwar ist das Atelier Marie, also das Spiel, plus. Ne, ihr seht, farblich hier oben war mal ein Aufkleber drauf. Da seht ihr die Originalfarbe noch. Das ist komplett ausgeblichen. Sehr, sehr schade. Das ist das einzige, was eben halt schade ist. Hinten alles
top. Das ist halt ein Adventure und das ist Atelier Marie Plus. Und sozusagen, das ist das erweiterte Spiel. Die Japaner haben es so gemacht, haben manchmal noch die Spiele erweitert. Somit ist das gleiche Spiel. Also das ist das gleiche Spiel, aber das ist das erweiterte. Würdet ihr es jetzt spielen, würde ich euch empfehlen, spielt Marie Plus. Aber für die Sammlung, da hat man beide drin. Ja, und dazu kommt jetzt noch ein Atelier. Das letzte, was jetzt da ist, und zwar Atelier Ellie. Auch sehr, sehr schön. Richtig toller Zustand. Also da kann ich echt nichts sagen. Ich freue mich auch immer, das dann zu haben. Wie ihr seht, auch hier ist kein Titel, weil das sind diese anderen Hüllen, sind nicht eben unbedingt von mit beiden Seiten das Ganze. Und hier sind wirklich alle Sachen drin. Zusatzzettel, Handbuch. Und ihr seht, es ist eine Doppel-CD auch. Das ist so eine andere Hülle. Richtig schön und schick. Also, Wahnsinn. Ja. Das sind die Spiele und ihr seht, das sind jetzt alles, ihr sagt, ja, das ist doch die von deinem Bruder. Ja, das sind alles die, die mein Bruder sich ausgesucht hat. Jetzt kommen die, die ich mir ausgesucht habe. Im Endeffekt zwei Spiele, die eigentlich mehr für die Sammlung sind, weil ich sie einfach da haben möchte. Und zwar, ich fange hier an mit wirklich zwei Highlights. Und zwar habe ich hier jetzt Clock Tower 2 von Human. Das ist die japanische Version. Und dazu muss ich sagen, Clock Tower 2 ist das einzige Spiel von Clock Tower in PlayStation auf PlayStation. Ne, das ist das einzige nicht. Es gibt zwei Clock Tower Spiele, die wir auch in Deutschland haben. Clock Tower 3 für PlayStation 2. Denn die Rechte von Clock Tower hat inzwischen Capcom übernommen. Und somit hat das Capcom rausgebracht. Und es gab eben halt ein PlayStation 2 Spiel, das Clock Tower hieß. Und das ist genau dieses Spiel. Denn wir haben im deutschen oder im europäischen Bereich Clock Tower 2 bekommen. Und das wurde als Clock Tower 1 verbreitet. Ja, mehr kann ich dazu sonst auch nicht sagen. Clock Tower 1 habe ich auch auf PlayStation 1 in der japanischen Fassung. Und die Geschichte ist ähnlich, kann man sagen. So ein Killer mit so einer riesen Heckenschere jagt das Opfer. Es ist so mehr so ein Hide-and-Seek-Spiel und so ein leichtes Adventure. Das heißt, wenn man irgendwelche Entscheidungen getroffen hat, können diese Entscheidungen dafür führen, dass deine anderen Charaktere, die noch im Spiel sind, sterben. Es gibt zwei Linien, wie man mit zwei Hauptfiguren dieses Spiel spielt. Irgendwann durch geschickte Entscheidungen wechselt dann der Hauptcharakter. Das ist auch sehr intelligent gemacht und auch eine richtig gute Auflösung. Es gibt, glaube ich, 10 Enden oder so, die leicht variieren, aber auch richtig, richtig interessant sind. Wie gesagt, Clock Tower 2 wurde bei uns als Clock Tower 1 verbreitet. Es hat 3D-Grafik, während Clock Tower 1 2D gezeichnete Grafik hatte. Ja, wie gesagt, für meine Sammlung wollte ich das gerne haben. Und ähnlich geht es auch. Das ist ein reines Spiel für meine Sammlung, denn ich habe es im Englischen bereits. Im Deutschen gibt es das nicht. Es ist ein Spiel, was nicht in Deutschland erschienen ist, sondern nur im US-Bereich im Englischen. Und zwar handelt es sich um Parasite Eve. Die japanische Fassung hier ist richtig schön, helles Cover, auch richtig cool. Und das Spiel wollte ich gerne in meiner Sammlung haben. Wie gesagt, alles durchschnittlich 19 Euro. Einige sind ein bisschen mehr wert, dadurch, man hat uns auch einen günstigen Kurs gegeben, aber im Endeffekt mit Versand durchschnittlich 19 Euro. Und hier könnt ihr sehen, Parasite Eve, also die beiden CDs und das Handbuch. Also alles in sehr, sehr gutem Zustand. Und ja, so kann ich sagen, habe ich eine wunderbare Sammlung bekommen. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Ich bin völlig begeistert. Das war ein toller Deal, kann ich auch sagen. Ja, jetzt sage ich aber auch, dass ich am Ende dieses Games Pickup Video gekommen bin. Ja, was soll ich noch sagen? Auf jeden Fall, falls ihr euch das gefallen hat, hier unten ist ein Like-Button, ein Abo-Button, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ja, kommentiert. Sprecht mit mir, welches Spiel findet ihr geil? Und welcher Deal war großartig? Ich beantworte nicht alle Fragen in Bezug jetzt zum Beispiel auf finanzielle Sache. Das wollte ich auch schon mal. Was hast du dafür doch bezahlt? Kannst du es nicht doch verraten? Nein, das mache ich nicht. Gerade jetzt bei diesem Resident Evil GameCube Deal, das war so ein fairer Bro-Deal, dass ich da einfach nur dankbar bin. Das ist also, es ist halt so, wenn man Freunde hat, die manchmal auch nicht so komplett auf den Wert achten, sondern sagen, ich bin froh, dass es dann in den Händen einer Sammlung ist. Denn ich verkaufe es auch nicht weiter. Es bleibt wirklich in meiner Sammlung. Bis ich, wer weiß, wie lange. Also auf jeden Fall lange. Und
Das ist das Einzige. Ansonsten, falls ihr genauere Vorstellungen mal von irgendwelchen Spielen haben möchtet, sagt es mir bitte, schreibt es in die Kommentare und dann werde ich mal versuchen, vielleicht mal so ein japanisches Spiel vorzustellen. Ansonsten, ja, das war's. Ne? Es gibt bestimmt dieses Jahr noch einige Pickups mit Games und sonst normale Pickups. Gibt genug zu zeigen, bestimmt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.